nochmal, Schatz? Welches Spülprogramm? Hey, haben wir eigentlich was zum Naschen? Mami ist dran. Hol dir irgendwas. Nicht einfach irgendwas. Wie? Nicht irgendwas zum Naschen? Wir haben doch Kinderschokolade im Haus. Ach so, Kinderschokolade für eine extra Portion Milch. Ja, Kinderschokolade enthält die wichtigsten Bestandteile aus rund einem Drittliter Milch. Ja, es schmeckt ihm seine extra Portion Milch. Nochmal, Schatz, welches Spülprogramm? Alles okay, Mami. Kinderschokolade, die Schokolade für die extra Portion Milch. Stellen Sie sich vor, morgen wäre schon heute. Und Sie wären alt. So alt wie ich. Könnten Sie allein von Ihrer Rente leben? Oder haben Sie die Lücke zu Ihrem Einkommen geschlossen? Mit einem Investmentaufbauplan? Oder einem Sparplan zum Beispiel? Nein? Sprechen Sie mit der Commerzbank über die Aktion Zukunft. Noch ist morgen, nicht heute. Der wahre Batman. Liebe. Gefahr. Der schwarze Held. Das große Abenteuer. Woher hat er nur dieses neue Spielzeug? Ich bin Batman. Ab Donnerstag im Kino. Das ist das Land, aus dem der Schaum kommt. Vergoldet vom Weizen und mit dem würzigen Duft von frisch geschnittenem Stroh. So wie dieses Land ist auch der Schaum. Golden seine Rinde, sahnig fest sein Inneres und würzig sein Geschmack. Schaum, ein Käse wie sein Land. Hereinspaziert, hereinspaziert. Hier wird euch Power vorgeführt. Doch Power ist nicht Zauberei, nicht Hexerei, wenn der dabei. Der mit der UK-Energie, das wundersame Kraftgenie. Psst, ich sprach von deiner Batterie. Neu, das ist der Knusper, Dickmanns mit dem Knack, Knack, Knack. Knuspermandel, Knuspernuss, ein knuspriger Geschmack. Das ist der neue Knusper Dickmanns mit dem Knack, Knack, Knack. Natürlich in der frische Box. Ein etwas merkwürdiges Krankenhaus feiert seinen 500. Geburtstag. Auf der einen Seite gibt es die hart arbeitenden Angestellten. Der geht mich nichts an. Ich bin seit 10 Minuten nicht mehr im Dienst. Haben Sie Feuer? Auf der anderen Seite den ersten Arbeiter des Hospitals, der in großen Dimensionen denkt. Heute das menschliche Experiment. Und morgen... Was ist das? Das Präsidentenfrühstück. Willy, Tuba. Hohen Besuch gibt es natürlich nur für die Patienten erster Klasse. Doch hinter den Kulissen fängt es an, gefährlich zu brodeln. Lady Ramsden und Sir Anthony Mount. Dies England. Bedauerlich. Ja, er hätte sich über den Besuch gefreut. Und Sie werden nie weiterkommen als bis zur Entfernung von Gallensteinen! Charlatan! Britannia Hospital, zweifelsohne der Höhepunkt des morgigen Tages bei RTL Plus. Morgen Abend und auch heute Abend, liebe Zuschauer, habe ich die große Freude, Sie durch das Programm von RTL Plus zu führen. Dazu jetzt erst einmal herzlich willkommen. Viel sprechen möchte ich heute Abend nicht, denn wir haben ein ganz schön großes Tempo drauf. Wir werden die Schauplätze ganz flugs wechseln. So werden wir zum Beispiel ab 20.15 Uhr nacheinander sehr, sehr schnell 10.000 Schlafzimmer durchmachen, um uns dann um 22 Uhr in einem Hotel zu treffen. Aber nicht, was Sie jetzt denken. Nein, es ist nur in der Vorhalle, in der Karl Dahl wieder seine Gäste zur Blödel-Talkshow begrüßen wird. Und dann treffen wir noch an geheimem Ort und Stelle die nackte Madame Bovary, 23 Uhr. Die Orte, an denen heute eine Hölle los war, das sind natürlich die Fußballstadien. Und von dort melden sich gleich wieder die Reporter. Aber das eine Örtchen, an dem Sie ihn immer sehen können, das ist klar. Das ist Studio 2. Uli Potowski, er meldet sich zu Anpfiff. We'll be right back.
Und damit wunderschönen Abend. Es reicht, meine Damen und Herren, denn wir haben heute ein besonders volles Programm und so viel Beifall am Anfang, das kann ich eh nicht vertragen. Eins wollte ich sagen, am letzten Samstag, da hat der Jörg von Torra, der hat mir da ein Beinchen gesetzt, also am letzten Samstag, da hat der Jörg von Torra die Sportschau angefangen, so sinngemäß mit der Bemerkung, 8 Millionen Zuschauer können nicht irren, sie sind bei der größten und bedeutungsvollsten Sportsendung Deutschlands. Jörg, Kompliment, das stimmt, bei uns sind das ein paar weniger, aber dafür ist es bei uns etwas familiärer. Tante Hedwig, schön, dass du wieder da bist. Ariane ist auch da. Ariane ist übrigens die Frau von Jörg von Torra, schön, dass du zuguckst. Also es ist alles da, was wir so brauchen für eine gute Sendung, hoffe ich jedenfalls. Und wir fangen jetzt an mit dem berühmt-berüchtigten Gong, den wir am letzten Samstag schon vorgeführt haben. Also wir zeigen Ihnen die Ergebnisse und machen Sie die Augen zu, jetzt, wenn Sie sich die Spannung erhalten wollen. Ja? Hoffentlich hat das geklappt. Augen zu, sind die Augen zu und Sie müssen auch hier ruhig sein, denn sonst könnte ja einer ahnen, was passiert ist. Etwa 30 Sekunden lang lassen wir die Resultate jetzt schon mal stehen für all diejenigen, die sich einen Überblick verschaffen wollen. Und ich denke, die Resultate, die Sie sehen, die werden Sie so neugierig machen, dass Sie alle Tore und alle Spiele bei uns sehen wollen. Und die können Sie bei uns sehen. Plus vieler interessanter Gäste. Wir haben unser Programm kurzfristig umgestellt. Es werden noch weitere interessante Gäste kommen als ursprünglich geplant. Dieser Gong, fantastisch. Toll, wie wir das machen. Ich muss uns ja auch selbst mal loben. So, wie gesagt, es kommen Gäste. Unter anderem Uwe Leifeld, Gesprächsthema in der letzten Woche gewesen. Brian Laudrup, der Mann, der in Uerdingen Furore macht. Dann kommt Uwe Fuchs, der Junge, der zu Fortuna Düsseldorf gegangen ist. Wir haben hier Hans Richter, ein Spieler, der aus der DDR nicht geflüchtet ist, sondern legal ausgereist ist. Und da gibt es ein Problem. Er bekommt in Deutschland als Fußballspieler nicht die Genehmigung zu spielen. Deshalb haben wir den FIFA-Pressesprecher Herrn Tonioni eingeladen. Der wird hier sein und Günter Netzer wird dabei sein. Das ist dann Netzers Thema. So, aber nun zu den Spielen, die zunächst einmal im Mittelpunkt stehen. Da sind wir natürlich beim Spiel Bayern München gegen Bayer Leverkusen dabei. Und etwa um 18.20 Uhr beginnt dieses Spiel. Leverkusen kam als beste Auswärtsmannschaft nach München. Ob sie es auch noch nach diesem Spiel waren, in etwa, ja, 20 Minuten wissen wir mehr. Also das Spiel um 18.20 Uhr, nicht um 18.34 Uhr Widerstand. Um 18.34 Uhr werden wir dann sein beim Spiel VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Stuttgart werden wir gleich sehen, hier aber die Dortmunder mit Möller im Angriff, 18.34 Uhr etwa dieses Spiel. Und dann die große Chance, völlig frei, der junge Driller, wird das ein Tor, ja oder nein, um 18.34 Uhr oder etwas später wissen wir mehr. Dann sind wir beim Spiel Bayer Uerdingen gegen Werder Bremen und da habe ich Ihnen schon gesagt, dass wir Brian Laudrup erwarten, einen jungen Mann, der erst 20 Jahre alt ist, 18.43 Uhr dieses Spiel. 20 Jahre alt ist er und viele Leute haben gesagt, das ist der Spieler schlechthin in der Bundesliga. Weltklasse wurde ihm attestiert, ob er es heute war, 18.43 Uhr, Uerdingen gegen Bremen. Waldhof Mannheim gegen den Karlsruher SC, eine Szene schon mal aus der 75. Minute, die nicht sehr erfreulich war, um 19.01 Uhr dieses Spiel. Roland Dickgießer fault den jungen Sternkopf und er sieht dafür die rote Karte. Mehr aus diesem Spiel dann um 19.01 Uhr. Natürlich waren wir auch hier gleich nebenan im Köln-Müngersdorfer Stadion. Der erste FC Köln traf auf Fortuna Düsseldorf und Karl-Heinz Thielen, der hat ja sozusagen Erfahrungen auf beiden Seiten und mit ihm haben wir kurz vor dem Spiel gesprochen. In dieses Spiel heute rein, mit welchen Gefühlen, mit welchen Empfindungen? Ja, selbstverständlich möchte ich mit der Fortuna Düsseldorf hier gewinnen, das ist ganz klar. Das hat mit dem FC überhaupt nichts zu tun. Und ich hoffe, dass wir einen Unentschieden erreichen können. Aber sicherlich haben Sie doch ein bisschen zwiespältige Gefühle, oder? Nein, die sind eindeutig. Die sind eindeutig für Fortuna Düsseldorf. So, jetzt kommen wir gleich zum ersten Spiel. Bayern München gegen Bayer Leverkusen, das Spitzenspiel. Der erste gegen den dritten. Uli Hoeneß hatte selbstsicher ein 3:0 für die Bayern vorhergesagt. Wir haben es gesagt, Leverkusen die stärkste Auswärtsmannschaft. Die Bayern 6 Heimspiele, 12:0 Punkte, also eine ganz interessante Partie. Burkhard Weber ist unser Reporter. 18:8 Punkte, 18:8 Tore. Der dritte Tabellenplatz bei Bayer Leverkusen. Läuft es derzeit bestens. Und das ist der zurzeit vielleicht beste deutsche Torhüter, auf jeden Fall dann, wenn man einen Blick auf die Statistik wirft. In 13 Spielen musste Rüdiger Vollborn erst 8-mal hinter sich greifen. Nun aber zum Spiel, Freistoß für Leverkusen. Am Ball steht Andrzej Bunzol,
und seine Hereingabe schon fast zu genau. Das Leder fällt Christian Schreier direkt auf den Rücken und dann Andreas Fischer im ersten Versuch, im zweiten und dann den Abpraller nimmt Marek Leschniak als Geschenk praktisch an. Das 0:1 in der 15. Spielminute, die Freude verständlich. Das vierte Tor von Marek Leschniak für Bayer Leverkusen in dieser Saison. Hier noch einmal aus der Perspektive der Hintertorkamera. Ja, sicherlich etwas überraschend nach 15 Spielminuten die Führung für die Gäste. Ein Missverständnis in der Abwehr der Bayern. Beim deutschen Meister fehlte hier heute Olaf Thon und auch Roland Wohlfahrt. Der 26-jährige Torschützenkönig der letzten Saison zog sich eine Verletzung am Außenmeniskus des rechten Knies zu und er wird am Montag operiert. Jetzt aber Vigal Kögel und Hansi Flügler mit dem Knie. Er trifft aber nur das Außennetz. Für Roland Wohlfahrt stürmte neben Alan McKinnelly der Jugoslawe Radmilo Mihailovic. Überraschend sicherlich, dass Jupp Heynckes für den offensiven Manfred Schwabl den defensiven Hansi Flick von Beginn an brachte. Also doch bayerischer Respekt vor den Rheinländern. Dann war wieder Leverkusen an der Reihe. Sven Demand, aber er verzieht doch um einige Meter. Sein stärkerer Fuß ist ja bekanntlich der linke. Dann Spielerwechsel beim deutschen Meister. Manfred Schwabl kam für Hansi Flick in der 35. Spielminute. Also Jupp Heynckes setzte jetzt doch mehr auf die Offensive. Aufmerksamer Beobachter, St. Pauli-Trainer Helmut Schulte. Am nächsten Freitag müssen die Bayern ja am Hamburger Millerntor Farbe bekennen. Gelsdorf positioniert dann noch seine Mannschaft und dann Glück für Bayer Leverkusen nach diesem Eckball, hereingegeben von Roland Grahammer. Wir sehen dies noch einmal, dann der Kopfball von Mihailovic und Jürgen Kohler ist da auch noch mit dem Knie am Ball, aber letztendlich klärt Andrzej Bunzo. Die Bayern in der Endphase der ersten Halbzeit stärker. Stefan Reuter, auch er liebäugelt ja vielleicht im Jahre 1991 mit Italien, mit dem linken Fuß. Aber knapp vorbei. Das war die letzte Aktion im ersten Spielabschnitt. 29.000 Zuschauer im Olympiastadion bei herrlichem Fußballwetter. 20 Grad heute Nachmittag im Münchner Olympiastadion. Und ein kurzes Interview mit Ex-Nationalspieler Paul Breitner. Paul Breitner, zur Halbzeit liegen die Bayern 0:1 zurück. Und ich würde sagen, die Führung von Bayer Leverkusen durchaus verdient. Das ist absolut verdient. Ich muss sagen, ich habe seit langem keine Mannschaft gesehen, die hier so selbstbewusst, so clever gespielt hat, wie es die Bayer-Truppe jetzt in den ersten 45 Minuten gemacht hat. Ein Wort zu Bayern München. Sie haben gesagt, dieser Elf geht langsam die Luft aus. Es fehlt der Denker, es fehlt der Lenker. Wie meinen Sie das? Ja, in der Mannschaft ist im Moment niemand, der den einen anderen mal in den Hintern tritt, der die Mannschaft aus einer gewissen Lethargie reißt, der die Mannschaft wachrüttelt. Es plätschert alles vor sich hin. Wenn es mal 10 Minuten gut läuft, dann läuft es bei allen gut. Wenn es mal 10 Minuten schlecht läuft, dann ist keiner da, der, wie gesagt, der mal das Ruder rumreißt. Und das fehlt dieser Truppe im Moment. Es plätschert alles viel zu sehr monoton dahin. Die Bayern kamen gut aus der Halbzeitpause. Stefan Reuter ist das. Sie knüpften praktisch dort an, wo sie in den letzten 10 Minuten des ersten Spielabschnittes aufgehört haben. Mihailovic setzt sich da schön durch. Passt in die Mitte, McKinnelly bringt den Ball noch einmal herein und dann ist es Hansi Dorfner. Aber Glück für Rüdiger Vollborn. Ja, was soll man da machen, denkt sicherlich in diesem Augenblick Hansi Dorfner. Jürgen Gelsdorf trieb seine Mannschaft immer wieder lautstark von der Seitenlinie nach vorn. Christian Schreier und diesmal Glück auf der anderen Seite. Da hatten die 1000 mitgereisten Bayer-Fans schon den Torschrei auf den Lippen. Freistoß für Bayern München. Augenthaler steigt hoch mit dem Kopf. Ja, den Bayern lief so langsam aber sicher die Zeit weg. Der Mannschaftskapitän jetzt nur noch in der Offensive. Am letzten Samstag fabrizierte er ein unglückliches Eigentor beim 2:1-Sieg seiner Mannschaft in Düsseldorf.
dann ein Fehler von Hansi Flügler. Marek Leschniak ist dazwischen, aber Aumann beweist sein gutes Stellungsspiel. Es wurde hektisch im Olympiastadion und einigen Spielern gingen die Nerven durch. Hier erst tritt Hörster, dann tritt Radmilo Mihajlovic und gesehen hat das auch Jürgen Gelsdorf. Aber ich glaube, beide Spieler haben sich da nicht auf die allerfeinste Art bekämpft. Aber wie gesagt, es wurde hektisch. Powerplay der Münchner. Leverkusen verteidigte mit Mann und Maus. Kögel. McKinnelly aus der Drehung. Und Rüdiger Vollborn glänzend. Dies nach 70 Spielminuten. Das heißt weiterhin 0:1. Erinnerungen an 1986 wurden wach. Denn damals am 1. November gewann Bayer Leverkusen hier im Olympiastadion mit 3:0. Wieder Vigal Kögel. Augenthaler auf Hansi Dorfner. Das macht er klasse. Passt in die Mitte. Radmilo Mihajlovic mit der Möglichkeit zum Ausgleich. Ja, und das ist schon kläglich. Allein sicherlich mit Nervosität nicht mehr zu erklären. Er kann es selbst nicht fassen, der Jugoslawe. Weiterhin führen die Gäste. Lang, lang ist es her, dass die Bayern zu Hause ein Meisterschaftsspiel verloren haben. Und zwar am 28.11.87 gegen Borussia Dortmund. Damals siegten die Gäste mit 3:1. Wieder ein Konter über Martin Kreh. Aus Bochum gekommen und wieder muss Aumann seine Elf vor dem 0:2 bewahren. Die letzten Minuten in diesem Spiel. Die letzten Sekunden, muss man praktisch sagen. Und die Möglichkeit für Jürgen Kohler. Kurz vor Spielende. Die vielleicht größte Möglichkeit neben der Chance von Radmilo Mihajlovic. Es war auch die allerletzte Chance, die hier Jürgen Kohler vergibt. Das Spiel war aus. Ein überglücklicher Jürgen Gelsdorf. Bayer Leverkusen bleibt zum 10. Mal in Folge ungeschlagen. Und Bayern München kassiert die erste Heimniederlage. Stimmen von Jürgen Gelsdorf und Rüdiger Vollborn. Jürgen Gelsdorf, sicherlich eine Riesenleistung deiner Mannschaft heute. Aber wo siehst du denn erstmal die Gründe, ganz nüchtern? Ja, es ist so, wie du schon gesagt hast, wir haben eine hervorragende Mannschaft. Wir bauen alles auf die Mannschaftsleistung auf. Und man hat heute gesehen, in der ersten Halbzeit fußballerisch hervorragend gespielt. Hätten viele Tore erzielen oder einige Tore erzielen können. In der zweiten Halbzeit hat die Bayern unwahrscheinlich Druck gemacht. Wir hatten nicht mehr so viel vom Spiel, aber dann hat man unsere Tugenden gesehen. Da kämpft der eine für den anderen. Man wirft sich in die Schüsse, man holt alles aus sich heraus. Und das ist der Fußball, den ich mir vorstelle. Habt ihr euch in der zweiten Halbzeit selbst etwas zurückgenommen oder ist das dann doch aufgrund des Drucks der Bayern zurückzuführen? Nein, wir haben in der Halbzeit gesagt, dass wir auf jeden Fall versuchen, das zweite Tor zu machen. Denn wir wissen ja, wie die Bayern hier spielen, die machen enormen Druck. Und wir wollen einfach nach vorne spielen. Das ist uns aber dann nicht gelungen, weil eben die Bayern so aggressiv gespielt haben in der zweiten Halbzeit. Aber ich meine, wir haben auch noch einige Konterchancen. Ganz klare Konterchancen gehabt, um das Ergebnis noch etwas deutlicher zu gestalten. Ich muss natürlich sagen, wir haben natürlich auch in so einer Abwehrschlacht das ein oder andere Mal Glück gehabt, das ein oder andere Mal einen hervorragenden Torwart gesehen, aber insgesamt meine ich, war dieser Sieg hier hoch verdient. Weißt du, letzte Frage, wann die Bayern zum letzten Mal verloren haben hier zu Hause? Wahrscheinlich gegen Leverkusen. Nein, es war Dortmund 1987. Okay, tschüss. Rüdiger Vollborn, in der Höhle des Löwen 1:0 gewonnen. Ich glaube, jetzt muss man auch in Leverkusen mal vom Meistertitel langsam sprechen, oder? Ach mein Gott, wir sind da erst inmitten der Saison. Also Meistertitel reden wir absolut nicht von. Wir haben jetzt ein Polster von, weiß nicht, 4 oder 5 Punkten zum 6. Und das ist eigentlich unser Ziel. Wir wollen einen sicheren UEFA-Cup-Platz haben und so lange wie möglich die da oben ärgern. Im 14. Spiel erst 8 Gegentore, heute wieder kein Treffer kassiert. Jetzt langsam Ansprüche auch mal in Richtung Teamchef Franz Beckenbauer. Aber wissen Sie, ich glaube, dass der Bodo Ignat die klare Nummer 1 ist und wer dahinter steht, das ist eigentlich völlig egal. Da kann man den, oh, alles klar. Und dann, da kann man nehmen, wie man will, ob es der Aumann ist, der Köpke ist, der Teddy de Beer, aber mir fallen jetzt die alle gar nicht ein. Deswegen, ich bin kein Böse, wenn man mich nicht nimmt und ich würde mich freuen, wenn man mich nehmen würde, aber dass ich traurig bin, nee, kann den nicht behaupten. Okay, vielen Dank. Bitte. Tschüss. Danke. Haben Sie es gesehen? Ja, erstmal Applaus für Leverkusen. Haben Sie gesehen, was ich am Anfang gesagt habe? Das stimmt. Ne? Rüdiger Vollborn hat auch seinen Onkel plötzlich wiedererkannt und dann auch rüber gegrüßt. Das ist eben halt eine familiärere Sendung hier.
Ja, die Bayern also mit der ersten Heimniederlage und man müsste eigentlich meinen, dass die Mannschaft stinksauer war. Wir haben natürlich auch mit den Münchnern gesprochen, sprich mit Klaus Augenthaler und mit Jupp Heynckes. Wir haben in der Halbzeit mit dem Paul Breitner gesprochen und er meinte, den Bayern würde heute so der Lenker gefehlt haben. Stimmen Sie dem zu? Ja, es ist immer einfach, wenn man oben sitzt und die Schachzüge von der Ehrenlosche aus machen kann, der Lenker. Aber wir sehen momentan den Dauerstress. Wir haben den Leverkusen in der ersten Halbzeit zu viel Raum lassen, genau schon wie am Mittwoch Tirana. Und die haben ein glückliches Tor gemacht und die haben eine gute Mannschaft, das hat man gesehen. Bloß die zweite Halbzeit haben wir enormen Druck gemacht. Nur hätte man, glaube ich, noch eine Stunde spielen können. Da hätte auch kein Lenker geholfen, der das Tor gemacht hat. War es ein bisschen so ein Tag, an dem die Stürmer einfach nicht getroffen haben bei besten Chancen? Ich denke an einige, da war es ja wirklich ganz knapp, aber dann ging der Ball immer wieder vorbei. Es gibt so Tage, wo eben gar nichts geht. Ich meine, die eine Chance von Mihajlović, sowas macht er normalerweise mit links. 4 oder 5 Meter vom Tor, vom leeren Tor. Und das passt jetzt zusammen, der schlägt über den Ball und springt an die Hacke. Ja, es wäre wirklich so, dass wir nochmal eine Stunde spielen hätten können. Ich glaube, wäre immer noch Leverkusen der Fuß dazwischen gewesen oder der Vollmann, der sehr gut gehalten hat. Heute sollte man nicht zu streng mit der Mannschaft sein. Sie hat gegen den Gegner verloren, der sehr stark war und natürlich auch Glück hatte. Oder gibt es Schelte vom Trainer? Nein, insgesamt kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben in der zweiten Halbzeit alles versucht. Wir haben 45 Minuten auf ein Tor gespielt und wir haben es einfach nicht fertig gemacht, den Ball über die Linie zu bringen. Nur muss man aber auch den Leverkusenern bescheinigen, dass sie in der ersten Halbzeit und da besonders in den ersten 35-30 Minuten sehr guten Fußball geboten haben. Sie haben aggressiv gespielt und vor allen Dingen sind sie sehr gut aus der Abwehr herausgekommen, haben gekontert und da war das 1:0 oder bis zur Pause ging das 1:0 in Ordnung. Wo muss man dann doch Kritik bei Ihrer Mannschaft üben? An der Kampfkraft hat es ja wohl nicht gemangelt. Die Ort in der Hand hat ja wohl so ein bisschen gefehlt. Wir wissen, es ist ganz schwer, wenn der Gegner hinten massiv in der Abwehr steht. Nur, ich glaube, wir haben heute eben das Glück nicht gehabt, was man in anderen Spielen gehabt hat. Und deswegen soll man nicht lamentieren. Das ist ganz normal. Das gleicht sich in der Saison aus. Und wir haben riesige Torchancen. Nur, wie gesagt, wir haben kein Tor erzielt. Und die Mannschaft hat alles versucht, wir haben gekämpft, die hat sich ausgepumpt und ich glaube, das war ein Ausrutscher, den man eben auch verschmerzen kann. Der Spaß am Bildermachen. Fuji Kameras. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. We're in position now. Okay. Home at last. You need a shave. What about you? Es gibt jetzt einen anderen Rasierer. So wird er eingeschaltet. Elektronisch gesteuert, rasiert er perfekt. Elektronisch zeigt er seine Akkukraft an. Und so wird er ausgeschaltet. Grundig Rolltronic, der Grund, den Rasierer zu wechseln. Der wahre Batman. Liebe. Gefahr. Der schwarze Held. Das große Abenteuer. Dieses neue Spielzeug. Ich bin Batman. Ab Donnerstag im Kino. Beim Tennis muss man immer voll konzentriert sein. Das Spiel ist ganz schön schnell geworden. Wer wie Tennisprofi Karl-Uwe Steeb immer voll konzentriert sein muss, sollte zwischendurch in den Pausen etwas essen, das leicht schmeckt und nicht belastet.
Deshalb gibt es Milchschnitte, die kleine Milchmahlzeit. Aus Weizenmehl, Eiern, Butter, Zucker, Honig und vor allem Milch. Milchschnitte? Schmeckt wirklich super. Milchschnitte für zwischendurch die kleine Milchmahlzeit. Hattrick Sports. Neo Duschbad Aftershave. Mitreißend frisch. Nein, 7,6. Das ist das neueste Modell. Junger Mann, ich suche eine Sucherkamera mit Autofokus, zwei Brennweiten, mit der man auch ganz nah ran kann. Ah. Ans Motiv. Ah ja. Und dann muss sie natürlich eine Belichtungsautomatik haben, die auch den Blitz zuschaltet. Und der darf nicht immer diese roten Augen machen. Und das mit dem Film sollte schon von alleine gehen, gell? Wie das fotografieren? Einfädeln, transportieren, zurückspulen, ganz automatisch. Ach so. Für weniger als 400 Mark. Klein soll sie auch sein. Genau. Gibt's schon sowas? Ja, die Nikon TW20. Die kleinen von Nikon, ganz automatisch. So, die erste Sensation haben Sie mitverfolgt. Ich kann Ihnen versprechen, es folgen noch weitere in dieser Anpfiffsendung. Zum nächsten Spiel, VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund. Beide Mannschaften haben ja am letzten Mittwoch unterschiedliche Europapokalerfahrungen gemacht. Stuttgart ein wenig glücklich, aber dennoch verdient. 1:0 Sieger in Leningrad, ja, und die Dortmunder nach einem Riesenspiel in letzter Sekunde 1:1 gegen Genua. Wie es heute im Stuttgarter Neckarstadion ausging, sagt Ihnen Wilfried Mohren. Ari Hahn fehlte heute wegen eines Trauerfalls in der Familie und er vertrat ihn, woraufhin man im Presseraum etwas improvisieren musste. Das Namensschild Entenmann war handgeschrieben. Hausgemacht dagegen die Probleme, die sich der VfB Stuttgart in der ersten Halbzeit vor allen Dingen vor übrigens 25.000 Zuschauern selbst machte, wenngleich das Team von Entenmann die erste Chance in diesem Spiel hatte. Stuttgart an den weißen Jerseys zu erkennen. Dortmund wie immer in Gelb-Schwarz. Und das ist die besagte erste Möglichkeit. Fritz Walter und Sigurd Winsson. 3 Minuten waren gespielt. Und es sollte für lange Zeit die einzige Chance für den VfB Stuttgart sein. Das ist Hartmann, übrigens der Bewacher von Andi Möller, hat ihn gut im Griff. Und der Dortmunder Libero Kroth, der trotz seiner unglücklichen Vorstellung gegen Sampdoria Genua wieder aufgeboten wurde. Wegmann. Und macht den Driller. Erste gute Chance für die Gäste aus dem Westen, die sehr offensiv hier begann. Bei Borussia übrigens Rummenigge, Mill, Dickel und Stork nicht dabei. Stuttgart in der Leningrad-Aufstellung. Thomas Helmer. Wieder macht ihn Driller. Und Murder McLeod. Das 0:1 nach 14 Minuten im Neckarstadion. Die Wiederholung. Driller schaut. Und McLeod mit dem Außenriss des linken Fußes. Völlig überraschend für Schlussmann Immel, der keine Chance besitzt, diesen Ball abzuwehren. Das Häuflein der Getreuen aus Dortmund, das mitgekommen war, jubelte. Es war 15.44 Uhr im Neckarstadion gewesen. Lusch, Kapitän Zorc, sehr viel tat für das Spiel seiner Mannschaft. Und Wegmann, der von der Verletzung Rummeniges profitierte und deshalb mitspielen konnte. Die dritte gute Chance für Dortmund. Und sie blieben am Drücker. Wieder McLeod, hier gefoult von Basualdo. Freistoß Möller. Und da taucht wieder Zorc auf, der Kapitän, gegen seinen ehemaligen Mannschaftskameraden Immel, der ja vor Jahren längere Zeit in Dortmund spielte. Eckball durch Möller und der Kopfball von Helmer, der bei solchen Standardsituationen immer mit nach vorne rückte. Und dann nach langer Zeit wieder einmal der VfB Stuttgart. Flanke von Fronzek. Aber Sie sehen, das war harmlos, was man vorne produzierte. Und Dortmund kam schnell nach vorne, überbrückte das Mittelfeld in Windeseile. Wieder Lusch, der auch eine sehr auffällige Leistung bot im ersten Durchgang.
Und dann die Szene, die Sie zu Beginn der Sendung sahen, abseits hier von Driller oder nicht, wie dem auch sei. Es hatte keine negativen Folgen für den VfB Stuttgart. Sie sehen es, der junge Mann konnte den Ball nicht einschieben. Wieder Kroth. Zieht gleich drei Spieler auf sich. Und Möller. Trockener Schuss. Andi Möller blieb heute allerdings blass, konnte seiner Mannschaft kaum Impulse geben. Und das ist der in Gips gegossene Fuß, wenn ich das mal so sagen darf, von Maurizio Gaudino, der ja nicht mitspielen kann. Verletzt ist seit einiger Zeit und er wird auch seiner Mannschaft wohl noch länger fehlen, obwohl ihm der Fuß sicherlich zuckte. Und dann diese Aktion hier. Walter auf Hotic und das Ausgleichstor. Die 33. Minute im Neckarstadion. Überraschend zu diesem Zeitpunkt. Das kann man wohl mit Fug und Recht behaupten. Hier der Flankenball und eigentlich aussichtslose Position für Hotic. Dennoch bringt er den Ball zwischen den beiden Dortmundern hindurch zum Ausgleich. Dann Wechsel bei Dortmund. McLeod hatte sich verletzt, musste vom Feld, macht den Virchimok, ersetzte ihn sein zweites Bundesligaspiel. Bei Halbzeit dann 1:1, Fazit von Eike Immel. Ja, ich glaube, zur Halbzeit haben wir jetzt Glück gehabt, dass es nur 1:1 steht. Die Dortmund hatten mehrfach die Chance, Tore zu machen und wir haben unsere einzige Chance genutzt zum 1:1. Aber wir müssen uns jetzt steigern und dann hoffe ich, dass wir in der zweiten Halbzeit noch 2:1 machen und gewinnen. Immels Wunsch war seinen Mitspielern Befehl, die 50. Spielminute, Freistoß Allgöwer. Und da ist Buchwald. Da ist es, das Tor, das Eike Immel sich so sehr gewünscht hatte. Wie gesagt, gerade mal 5 Minuten gespielt im zweiten Durchgang. Die Führung für den VfB Stuttgart. Hier der Freistoß von Allgöwer. Und der zwar nicht hart, aber platziert angesetzte Kopfball vom hünenhaften Buchwald. Das ist der Torschütze Guido Buchwald. Ja, und er winkte ab. Horst Köppel. Und dann ein völlig verwandelter VfB Stuttgart. Hotic. Wie die Dortmunder im ersten Durchgang gespielt hatten, so jetzt im zweiten Spielabschnitt die Stuttgarter. Eckball Sigurvinsson. Basuvaldo. Und auch das hätte ein Treffer sein können. Nikolic, junger Mann im Team der Dortmunder, hier mit einem Fehlpass. Und Sie sehen, was daraus entstehen kann. Fritz Walter, seine letzte Aktion, sein Trainer rief ihn raus. Schmäler nahm seinen Platz ein. Warum musste Walter gehen? Fritz, was war los? Trainer hat sie rausgeholt, ausgepumpt oder was war los? Ja klar, ich habe jetzt die letzten 14 Tage einen Tag trainiert. Und ich bin jetzt heute, ich glaube, das hat man auch gesehen, total ausgepumpt. Und ich glaube, wegen dem bin ich auch ausgewechselt worden. Ist noch alles drin, Viertelstunde zu spielen, steht auf der Kippe. Ja gut, aber ich glaube schon, dass wir jetzt in der zweiten Halbzeit sehr gut spielen. Und wir schauen den Sieg heim. Aber Dortmund bäumte sich auf. Die letzten 10 Minuten gehörten den Männern aus dem Ruhrgebiet. Wegmann, da züngelt die Kobra. Seine beste Szene in diesem Spiel. Nikolic. Szenen um die 85. Minute herum. Und Kapitän Zorc. Ein mächtiges Geschoss. Immel muss all seine Künste aufbieten. Und dann 3 Minuten Verschluss, marschiert am linken Flügel Sigurvinsson. Laufduell mit Kroth. Stremel, Olaf Schmäler. Das 3:1 für den VfB Stuttgart. Und da legt sich Trainer Horst Köppel von Borussia Dortmund mit Schieds- und Linienrichter an, denn er will in dieser Aktion hier ein Abseitsspiel von Schmäler gesehen haben. Schauen Sie hin. Ja, und er musste seine Bank verlassen, wurde von Merck fortgeschickt. Was sagte er dazu? Sie haben sich mit dem Schiedsrichter, mit dem Linienrichter angelegt. Nach Ihrer Meinung abseits, oder? Ich habe nur gesagt, es war abseits. Und der steht auf der Torlinie, den Köpfen rein, wenn man das nicht sieht.
Also dann weiß ich nicht, warum wir nach Regeln spielen. Das hat nun mal gar keinen Wert. Eigenartig, wie ein Spiel verlaufen kann. In der ersten Halbzeit hätten sie eigentlich schon klar den Sack zumachen können und dann diese Wende. Ja, das ist Fußball. Wir haben verpasst, das 2:0 zu machen. Wir waren klar besser. Haben ein dummes Gegentor bekommen, schnell nach Halbzeit. Das Spiel lief also so, wie man sich's nicht vorstellt. Aber es ist Fußball. Und wenn dann natürlich so eine Leistung dazukommt, gut, es war jetzt kurz vor Schluss, aber wir waren im Ausgleich nahe. Das ist natürlich umso ärgerlicher. Aber das ist Fußball. Ne? Also Stuttgart schlägt Dortmund 3:1. Wir kommen zum nächsten Spiel, nämlich zur Begegnung Bayer Uerdingen gegen Werder Bremen. Die Bremer vor 14 Tagen, da haben alle Journalisten noch von einer Krise gesprochen. Das ändert sich ja ganz schnell. Bremen gewinnt 6:1 gegen Stuttgart, 5:0 gegen Wien. Schon sind alle der Meinung, die Bremer gehören eigentlich ganz nach oben. Ob sie diesen Trend heute beibehalten konnten, das sagt Ihnen jetzt Michael Fahrt. Er hat das Spiel für uns beobachtet. Werder-Trainer Otto Rehhagel drehte vor dem Anpfiff in Uerdingen mal wieder das Spielerkarussell. Meier und Kutzhopf fehlten ihm verletzungsbedingt. Scharf und Sauer blieben im Vergleich zum 5:0-Sieg am Mittwoch draußen. Dafür durften Uli Borowka und Mirko Votava von Anfang an ran. Die Bremer erwischten vor 10.000 Zuschauern dann den besseren Start. Das die erste Möglichkeit durch Karl-Heinz Riedler, aber Kubik in der 9. Minute auf dem Posten. Bei Uerdingen hoffte man nach dem 1:1 letzte Woche in Hamburg auf einen neuen Anfang. Schließlich ist man nach einem guten Saisonstart schon in bedrohliche Regionen abgerutscht. Und hier sahen sie ein Foul von Friedhelm Funkel an Rune Brazet, Freistoß für die Bremer. Aber das war Sperren ohne Ball, das bedingt normalerweise einen indirekten Freistoß. Schiedsrichter Boos aber hebt die Hand nicht, entscheidet also auf direkten Freistoß. Windenrufer und der Pfosten. Die Flanke noch von Hermann, dann geklärt die Situation. Da hätte es ganz böse Stimmen nach dem Spiel geben können, denn wie gesagt, normalerweise ein indirekter Freistoß, der hier direkt ausgeführt wurde. Kubek noch mit den Händen am Ball. Von Bayer Uerdingen bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht zu sehen, pomadig und ideenlos das Mittelfeld. Brian Laudrup im Angriff ein absoluter Alleinunterhalter. Anders die Bremer. Sie gefielen in der ersten Halbzeit ganz gut. Flanke Johnny Otten und ein Schritt zu spät. Karl-Heinz Riedler, das Ganze aus der 29. Minute. Nach 32 Minuten, das Ganze mit Ausrufezeichen versehen, dann erstmalig gefährlich die Elf von Trainer Wohlers. Bartram. Marti mit Hackentrick. Der Fehler von Borowka. Brian Laudrup. Und der Zweikampf gegen Hermann, Elfmeter, ja oder nein? Schiedsrichter Boos entschied meiner Meinung nach richtig, gab keinen Strafstoß. Wir sehen uns noch einmal die Wiederholung an. Und für meine Begriffe geht Hermann da mit dem linken Bein zunächst jetzt zum Ball und dann fällt erst Laudrup. Also für mich kein Strafstoß. Immerhin hatte diese Szene so etwas wie Signalwirkung. Endlich Uerdingen aktiver, Brian Laudrup. Vorbei auch da an Bockenfeld und Marti in der Mitte gegen Eils. Einen Schritt zu spät oder einen Schritt in die falsche Richtung. Jedenfalls kein Tor. Hier haben wir noch einmal die Szene vorbei an Bockenfeld, dann der Querpass. Es macht Spaß, diesem Brian Laudrup zuzusehen. So allerdings 0:0 torlos zur Halbzeit. Und mit Neubeginn kam Marcel Witeczek für Friedhelm Funkel und mit seiner Einwechslung war die Hoffnung auf Besserung im müden Uerdinger Angriffsspiel verknüpft. Aber zunächst Werder Bremen. Eine Ecke von Dieter Eils, 3 Minuten nach Wiederanpfiff. Verlängert der Ball, Kopfstoß, Karl-Heinz Riedle, Mutterseelen allein. Dort der Mittelstürmer der Bremer mit seinem ersten Saisontor bringt er die Bremer also in der 48. Minute verdient, sehr verdient. Das muss klar festgestellt werden mit 1:0 in Führung. Und wir sehen, dass Horst Steffen jetzt diesen Ball ganz unglücklich abfälscht. Genau auf den Kopf von Karl-Heinz Riedler. Und keine Abwehrgelegenheit für Manfred Kubik. Es folgten 20 Minuten Krampf. Richtig aktiv wurden die Zuschauer erst bei Martis Auswechslung. Und für ihn kam Michael Klaus.
Aber auch mit Klaus blieb bei Uerdingen vieles Stückwerk. Die Elf von Wohlers enttäuschte heute auf der ganzen Linie. Dann erneut Werder mit Hermann. In der Mitte viel besser postiert Riedle. Da hätte er besser abgespielt, aber groß, groß diese Möglichkeit für die Bremer, hier mit 2:0 in Führung zu gehen und damit endgültig alles klar zu machen. Drei Minuten später nach dieser Hermann-Chance, wir sind jetzt in der 78. Minute, erneut die Bremer, jetzt mit geschicktem Vorchecking Eils. Rufer blieb heute relativ blass. Dann der Fehler von Holger Fach und Riedle. Die Riesenmöglichkeit für Karl-Heinz Riedle, jetzt endgültig alles klar zu machen. Das musste eigentlich das 2:0 sein. Torhüter Kubik lag schon am Boden, aber dann springt der Ball nochmal auf und streicht über das Gebälk. Die letzten Minuten, sie plätscherten so dahin hier in der Krefelder Grotenburg-Kampfbahn. Viele der Zuschauer, denen ich wirklich ein Kompliment machen muss, dass sie nicht schon nach 30 Minuten ihre Mannschaft gnadenlos auspfiffen, jetzt bereits auf dem Nachhauseweg. Ob viele von ihnen zum nächsten Heimspiel gegen Nürnberg wiederkommen, muss zumindest bei einer solchen Leistung bezweifelt werden. Trainer Wohlers sprach in der Pressekonferenz später vom Abstiegskampf, in dem Uerdingen sich jetzt befindet, der größten Enttäuschung der Saison und davon, dass seine Spieler nicht begriffen haben, worum es geht. Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Werder landet dagegen seinen ersten Auswärtssieg der Saison. Und nach einer kleinen Unterbrechung geht es gleich weiter mit Uli Potowski. Wo bekomme ich einen Bandschleifer? Bei Eisenkahl oder bei Obi. Und wo bekomme ich Blumenerde, bitte? Bei Sam Schmidt oder bei Obi. Wo bekomme ich eine Leselampe? Bei Elektrojone. Oder bei Obi? Oder bei Obi. Bei Obi finden Sie, was Sie auch von guten Fachgeschäften erwarten. Zu Preisen, die so richtig Freude machen. Obi, ein Dutzend Fachgeschäfte in einem. Heute machen wir einen Test. Nicht, da werden Sie sehen, dass 16 Ventile tatsächlich besser sind für den Motor. Nicht, darum haben wir aus dem Corolla da jetzt einmal 8 Ventile rausgeschraubt. Ja, also los, auf geht's. Aha, jetzt geht gleich gar nichts mehr. Ja, was ich sag? 16 Ventile sind besser als 8. Ja, dann schraub's wieder rein. Ich. Der Corolla mehr Ventile. Mit weniger sollten Sie nicht fahren. Toyota. Bilder, die sich seit Millionen von Jahren scheinbar endlos wiederholen. Aber auch die Natur hat ihre Grenzen. Deshalb sollte jeder zu ihrer Entlastung beitragen. Auch der Autofahrer. Die Erfindung des bleifreien Normal und Super war ein erster wichtiger Schritt. Und jetzt mit Super Plus kommen nahezu alle Motoren ohne das umweltbelastende Blei aus. Gehen Sie mit uns auf diesem Weg weiter. Schön? Das ist der neue Kompaktdesign von Wilkinson. Und der ist nicht nur schön, der ist auch praktisch. Hat die Klingen im Griff. Und sanft mit seinem Aquagleitstreifen. Oh, der Kompaktdesign ist wirklich die allerschönste Neuigkeit von Wilkinson. Sie abbauen, baut Isostasi wieder auf.
Isostar. Der schnelle isotonische Durstlöscher. Der neue BMW 318 IS. Tiefer gelegt durch sportliches M-Technik-Fahrwerk. Gasdruckstoßdämpfer. Stabilisatoren an der Hinterachse. Front- und Heckspoiler in der Wagenfarbe. Scheibenbremsen, die vorderen extra belüftet. Sportliche Radvollblenden. Sitzbezüge in attraktivem Überkaro. Türverkleidungen mit Stoff. Anthrazitfarbener Dachhimmel. Neuer Vierzylinder 16-Ventilmotor. Seine Charakteristik? Hohe Leistung bei hohen Drehzahlen und hohes Drehmoment im unteren und mittleren Drehzahlbereich. Der neue BMW 318 IS. Mehr Auto, mehr Motor, mehr Sport. So, liebe Fußballfreunde, ich darf Ihnen vorstellen, ein neues Gesicht in der Fußball-Bundesliga, Brian Laudrup. Ist das überhaupt richtig, wenn man Brian sagt? Ja, Brian ist korrekt. Am Anfang haben wir mal Brian gesagt. Ja, das ist Englisch, glaube ich, aber Brian ist korrekt. Mein Dänisch ist relativ schlecht. Ich bitte das von vornherein zu entschuldigen. Ich freue mich darüber, dass Sie gekommen sind, auch gerade deshalb, weil Sie heute verloren haben. Sie haben in der letzten Woche in den deutschen Sportzeitungen Schlagzeilen gemacht, denn dort war allgemein zu lesen, das ist ein Spieler, der Weltklasse ist oder Weltklasse erreicht. Ja, also das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gesagt, aber man muss auch so sehen, dass man viel mehr von mir erwarten und das ist schwierig, ganz klar. Sie sind erst 20 Jahre alt und Sie haben vorher in Dänemark gespielt bei Brøndby Kopenhagen. Und ist dieser Wechsel in die Bundesliga für Sie persönlich sehr schwer? Ist das ein großer Unterschied zu dem Fußball in Dänemark? Ja, also ich wusste vorher, dass die Fußball hier in Deutschland sehr hart war und viel besser war als in Dänemark. Aber ich bin nicht überrascht, muss ich sagen. Ich habe Sie gesehen im Länderspiel gegen Rumänien und da hat Dänemark 13-0 gewonnen und hervorragend gespielt. Das fällt einem jungen Spieler vielleicht noch schwer, diese Form zu kompensieren. Oder ist das etwas ganz anderes, für Dänemark zu spielen und dann für Bayer Uerdingen? Also, ich probiere immer, eine gute Leistung zu bringen. Und also, man hat gesagt, dass nach dem Länderspiel, das war eine Weltklasse-Leistung. Das weiß ich nicht, aber ich probiere immer, diese Leistung auch für Bayer Uerdingen zu machen. Und, wir haben leider heute von Ihnen keine so ganz großen Szenen sehen können, obwohl es hieß, Sie waren noch einer der Besten. Deshalb schauen wir uns doch mal gemeinsam ein Tor an, sozusagen aus der jüngeren Vergangenheit, damit wir den Brian Laudrup auch als Torschützen im Trikot von Bayern 05 Uerdingen sehen. Warum sind Sie ausgerechnet nach Uerdingen gegangen? Also ich muss sagen, ich habe einen Verein gesucht, wo ich mein Talent entwickeln konnte. Darf ich dazwischen fragen, Sie haben, jetzt gibt es erstmal Applaus hier für das Tor gegen Dänemark. Gegen Rumänien. Und hier das Tor vom letzten Samstag, das Sie in St. Pauli erzielt haben. Nochmals, Sie haben selbst einen Verein gesucht oder hat das jemand für Sie gemacht? Das wäre ungewöhnlich. Ja, aber also ich habe immer gesagt, also im Anfang meiner Karriere würde ich gerne in einen Verein spielen, wo ich mein Talent so ruhig entwickeln konnte und wo die Umfeld nicht so hysterisch war. Und das glaube ich, dass ich in Bayer Uerdingen gefunden habe. Obwohl die Mannschaft jetzt natürlich Probleme hat nach der Niederlage heute. Ja, das ist klar, im Moment geht es nicht so gut. Und ich muss sagen, es ist ganz klar, dass ich auch Ambitionen habe, nach oben zu spielen. Aber das kommt, glaube ich. Sie haben einen Bruder, der sehr erfolgreich in Italien spielt. Und da liegt die Frage eigentlich nahe. Ist das Ihr Fernziel, auch irgendwann einmal nach Italien zu gehen? Ja, also für jeden Spieler, glaube ich, in Deutschland, in Dänemark, ist es ein Traum, in Italien zu spielen. Und das würde ich auch gern, ganz klar. Sie sind noch ein relativ junger Mann. Was heißt relativ? Mit 20 Jahren ist man jung. Dennoch sind Sie verheiratet und Sie sind auch schon Vater von einem kleinen Sohn. Ist das auch schon ein Fußballer, der Kleine? Der ist ein Jahr alt? Ja, also ich habe gesagt,
Im Tennis gibt es viel mehr Geld, so vielleicht muss er Tennis spielen. Das haben Sie dem Einjährigen gesagt? Ja, ja. Und hat er das verstanden? Nee, noch nicht. Das kann ich mir vorstellen. Wie heißt er? Er heißt Nikolai. Sie haben sich in jungen Jahren dafür entschieden, verheiratet zu sein, ein Kind zu haben. Wollen Sie mal mit dem Sohn zusammen in einer Mannschaft spielen? Ja, vielleicht, das würde ich wirklich gern probieren, aber vielleicht bin ich dann zu alt, glaube ich. Ein neues, sympathisches Gesicht in der Fußball-Bundesliga, einen Namen, den wir uns alle merken sollten, Brian Laudrup. Wir wollen Ihnen ab und an auch diese Gesichter vorstellen und auch so ein ganz klein wenig privat miteinander sprechen, so wie in diesem Falle. Die 25... Die 47 großen und kleinen Glocken können auch von einem Glockenspieler per Hand bespielt werden. Aber um das zu sehen und anzuhören, werden wir eine andere flämische Stadt besuchen.